mache die Käserolle. Es wird nicht jedem schmecken, aber ja, einfach Scheibenkäse. Habe ich Nutella. Da ich nicht so viel Nutella esse, eher selten, kaufe ich kein großes Glas. Schmiere Nutella drauf. Und roll es zusammen. Das ist die Nutella-Käserolle. Da kann man von 10 Stück machen. Dann im Backofen leicht anbacken, bisschen backen, erhitzen. Oder man kann es auch so essen. Ich muss sagen, es schmeckt sehr gut. Esse ich nicht jeden Tag, auch nicht jeden zweiten, aber der Käse, wenn man ein bisschen sich hineinsteigert, schmeckt auch ein bisschen wie Teig im Zusammenspiel mit dem Nutella. Ja, das wollte ich euch zeigen, meine Käserolle.